Servus und hallo zur neuen Folge Transport FIFA 2 hier auf meinem Kanal. Mittlerweile die dritte Folge, die ich in Folge aufnehme. So, ich habe vergessen vorhin auf die Aufnahme zu starten und habt hier mal ein bisschen was hingezimmert in der Zwischenzeit, was dann eigentlich irgendwie blöd war. Ja, aber egal. Wir machen eine neue Route, neue Linie. Fangen hier im Bahnhof an. Moment. Ich jut. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Was fährst du für einen Müll zusammen? So, jetzt ist besser. Man sollte es halt richtig machen. Wir haben jetzt 6 Plätze drin. Genau, machen wir so. Geht hier drauf. Kauft uns ein Fahrzeug. Ist ein Bus, kann 100 fahren. Brauchen wir nicht. Kann auch 100 fahren. Brauchen wir auch nicht. Der kostet 100 im Jahr. Das wäre der günstigste. Kann 17 mitnehmen, kann 19 mitnehmen, kann 23 mitnehmen. 26 kann noch mitnehmen. Nee, wir bleiben beim Alter. Machen wir einen Anwender. Schicke dann auf die neue Route und tschüss. So. Dann gehen wir hin. Mache nochmals eine Linie, weil ich gerade Bock drauf habe. Startet hier hinter. Und decket hier den Siedlungskreis ab. So, dann gehen wir hin. Kaufen uns noch mal so ein Geschoss. Schmeiße den auf die Linie 13. Jetzt haben wir nämlich zwei von Linien, wo Personenverkehr stadtmäßig macht. Und einen, wo Industriegebiet mitnimmt. Mal sehen, ob es was bringt. Größe, Intensität, da kann man ein bisschen größer machen. Auch das war ein bisschen zu groß. Stein hoch. Nee. Beton. Kriege es nicht hin, aber hier kann man es machen. Dann machen wir. Haben wir irgendwo ein paar Obstbäume, ein paar Büsche? Einfach ein bisschen dekorieren, ein bisschen kaschieren. Einfach, dass es ein bisschen schöner ausschaut.
Ja, hier nach hinten wird es ein bisschen dünner mit den Leuten. Hier steht drum. Wo ist mein zweiter Personenzug? Hier kommt angedonnert. Nein. Mensch. Der hätte es nicht warten müssen, wenn man es hier auch zweigleisig gemacht hätte. Machen hättet ihr, klar. Dann müssen wir jetzt erst den Bahnhof konfigurieren. So, wo war das jetzt noch der Fall, wo man das brauchen könnte? So, eigentlich könnte man doch bei beide Einwaggungen wegnehmen. So. Das müsste das Ganze jetzt. Schiffe machen wir nicht. Bisschen mit mehr Rendite machen. So, ich bin jetzt gerade hier dran. Den Bahnhof. Dann machen wir hier die schnellen elektrischen rein. Warum geht es jetzt nicht? Das muss ich jetzt nicht verstehen. So. Jetzt. Terminals. Gehe ich auf Terminal 1. Da muss ich doppelt abreißen, Plattform, Schieberplattform.
Blöde KI. Plattform. So. Ach ja. Konfiguration, Abreißer. So, jetzt. So, dann kommt hier auch. Hier schon wieder. Mann. Einfach mal das Gleis raus. So. Jetzt. Dann Konfiguration. Ja, komm mal. Großes Gebäude ran. Und gleich angeschlossen noch deines. Dann. Raumtuch. Ganze hier gleich ein bisschen anpassen. Was haben wir denn Schönes? Ach, das war nix. Auch nix. Haben wir noch ein bisschen größer das Ding. Fertig. Stopp. Wie können die sind voll? Mache Minus.
So. Das heißt, ich muss jetzt hier noch Güter ranbringen. Aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Gut, das kann man dann immer noch vergrößern. Auch eine neue Linie. Was staut sich hier? Auf welchem Gleis steht jetzt unterwegs? Die Lok. Doch, hier geht's runter, das passt. Hier geht's rauf. Hier fahren wir den Bahnsteig, sonst könnte die nächste. Ja, das passt schon. Hier hinter müsste es ja eigentlich mit der Versorgung nicht passen. Krieg 140 mit. Hier liegen nur 50. Das möchte ich jetzt gern wissen, was da Sache ist. Mache ich einen rein, ist zu viel. Ach, oje. Gibt neue LKWs. Die kriegen 38 drauf. Der kriegt 30 drauf.
Das gibt's nicht. Warum macht die kein Plus? Warum macht die Linie kein Plus, sondern nur Minus? Ich krieg nämlich die 180 hier auch nicht voll. Auch die 180 sind voll. Ich hätte ihn nicht rausschmeißen dürfen. Wenn der jetzt nachher 600 produziert, heißt, ich brauche nachher nochmals ein Sägewerk. Also, ich muss hier. Und dann also von hier nach hier und von hier aus eine Linie machen, wo hier runter fährt auf das Sägewerk. Ich bin fast voll. Muss ich mir dann auch noch annehmen. Aber ich muss erst gucken, dass das Sägewerk oder Produktion hier wieder besser läuft. Kann ja hier auch weniger machen. So, wo brauche ich denn überall Werkzeuge? Komme ich hier hinten ran? Ja, passt. Halt, ne, hier habe ich die. Hier habe ich die. Da ist alles versorgt, das passt alles, alles gut. Ich überlege mir gerade. Nimm die Luchs raus. Pusht 5 Mille. Pusht 1 Mille. Die fährt 160, die fährt 200.
So. Passagiere, die fährt 130. Ja klar, die Lok ist völlig überdimensioniert. Wenn, dann müsste ich die Waggons nehmen. Ja, logisch, logisch. Also schmeißen wir weg. Schmeißen den kompletten Zug weg. So, und dann nehmen wir mal 88. So, jetzt sind die Züge schneller. Warum fuhr der jetzt da dran vorbei? Er kommt von hier hinter, fährt hierher. Fährt den hier an, fährt den hier vorne an, fährt hier zurück und hält den wieder hier. Passagiere sind hier, Güter sind hier, ja klar, muss er ja nicht. So, die Taktrate von 9 Minuten blieb. Haben wir ein bisschen Bahn. Hier ein bisschen zu. Bin ich mal gespannt, wie hoch er kommt. Ja, der blöde Tunnel wieder. Aber das kennen wir ja schon. Ja, da guck mal an. Anders. Es geht jetzt tatsächlich deutlich flotter. Die bleibt sitzen. Die bleibt stehen. Ist wieder voll.
Das bin ich mal gespannt, wie flott das hier kommt. Mit den richtigen Waggons geht's halt, ne? Ja, habe ich mir ein bisschen rausgeschmissen. Da geht's nicht. Ja, guck an. Also es müsste jetzt deutlich besser worden sein, sind es noch 300 minus. Das heißt, Fahrzeuge Verwalter, wir nehmen beide Fahrzeuge. Packet an beide Fahrzeuge was dazu. Und das Safe Game sagt uns wieder, dass wir am Ende der Folge sind. Ich hoffe, ein bisschen Optimierer hat euch Freude gemacht, hat euch Spaß gemacht und das Finden unserer Fehler. Und hier ist der nächste Fehler, den wir noch beheben müssen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. So, fangen wir hier noch ein schönes Bild ein. Schöner wäre es, wenn die Look andersrum stehen würde. So. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschö.